Hallo und herzlich willkommen auf unserem Canosa YouTube-Channel. Ich bin Miriam aus dem Hamburger Verkaufsteam und möchte euch heute etwas über die Nationalparkpässe in Nordamerika erzählen. Starten möchte ich mit dem Nationalparkpass für die USA. Der Pass heißt America the Beautiful, sieht so aus und kostet aktuell 80 US-Dollar. Der Pass gilt für ein Wohnmobil, ein Auto oder zwei Motorräder, für maximal 4 Erwachsene, Kinder bis 15 Jahre sind kostenfrei. Bei der Einfahrt in jeden Nationalpark zeigt ihr den auf der Rückseite unterschriebenen Pass einfach mit eurem Reisepass vor. Der Pass gilt in den ca. 2000 Nationalparks und National Monuments, wie zum Beispiel dem Grand Canyon, Bryce Canyon und dem Zion National Park. Der Eintritt in diese drei Parks würde vor Ort schon ca. 100 US-Dollar kosten. Ihr habt also mit dem Pass schon 20 Dollar gespart. In der Regel kann man sagen, dass sich der Pass ab dem Besuch von drei Nationalparks lohnt. Weiter geht's mit dem Nationalparkpass für Kanada. Der Pass sieht so aus und heißt Discovery Pass. Genauso wie der Nationalparkpass für die USA muss auch der Kanada-Pass auf der Rückseite unterschrieben werden. Dann kann er einfach am Rückspiegel befestigt werden, muss also nicht bei jeder Einfahrt in den Park vorgezeigt werden. Der Nationalparkpass kostet aktuell rund 140 kanadische Dollar und gilt für bis zu 7 Personen, die in einem Fahrzeug zusammenreisen. Der Pass berechtigt zum Eintritt in die über 80 Nationalparks, National Marine Conservation Areas und National Historic Sites, die von Parks Canada verwaltet werden. Zu den bekanntesten zählen der Banff und Jasper National Park. Schon ab 7 Tagen in den Nationalparks lohnt sich der Kauf des Passes gegenüber den Tageseinzelpreisen. Gerne buchen wir diesen Nationalparkpass auch mit eurer Kanada-Reise für euch vor. Er ist dann bis zum März des Folgejahres gültig, kann also auch für mehrere Reisen benutzt werden. Falls ihr noch Fragen dazu habt, könnt ihr euch natürlich gerne jederzeit an uns wenden.